Hallo Spielaffen und Racing-Fans, wir haben hier das absolute Highlight für euch. Den wohl besten Motocross-Racer aller Zeiten auf Spielaffe. Fantastische Grafik, eine geniale Steuerung und den perfekten Sound. Ihr hört es raus, ich bin der totale Fan von diesem Game. Das ist aber auch kein Wunder, da es fast wie ein Konsolenspiel aussieht. Das Prinzip selbst wird euch sofort vertraut sein. Ihr steuert einen Motocross-Champion und müsst alle Strecken und Herausforderungen meistern. Neben einer Vielzahl von coolen, aber auch schwierigen Strecken habt ihr die Möglichkeit, Spielgeld und Punkte zu sammeln und diese in hilfreiche Ausrüstung und ein besseres Bike zu investieren. So schaltet ihr nach und nach viele Funktionen frei und kämpft euch durch 16 aufregende Strecken. Von der Wüste bis zum Eislevel ist hier alles vertreten, was Spaß macht. Schnappt euch also euren Helm und ab aufs Bike. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar coole Level und Tricks. Ganz wichtig vorab, um das Spiel zu zocken, braucht ihr das Unity-Plugin. Keine Angst, dieses Plugin könnt ihr ohne Probleme installieren, denn dadurch kommt ihr in den Genuss von richtig guter Grafik. Sobald ihr das erledigt habt, müsst ihr nur noch kurz warten, bis alles geladen ist und ihr könnt auch schon loslegen. Ihr startet mit einem kleinen Tutorial, welches euch die Grundfunktionen des Spieles erklärt. Das ist auch nicht ganz unwichtig, denn die Steuerung ist schon ein wenig trickreich, wenn auch nicht wirklich schwer. Mit den Pfeiltasten hoch und runter gebt ihr Gas und bremst. Mit links und rechts könnt ihr eure Maschine in der Luft steuern und mit den Tasten X, C und Z vollbringt ihr die coolsten Tricks und Stunts. Je mehr Stunts ihr erfolgreich vollführt, desto voller wird eure Nitro-Anzeige. Mit der Leertaste zündet ihr das Nitro und verschafft euch so einen extra Boost. Wenn ihr die Steuerung einmal richtig beherrscht, könnt ihr euch daran machen, die unterschiedlichen Herausforderungen zu meistern. Denn einfach nur das Rennen als erster beenden reicht oftmals nicht. So müsst ihr immer einen bestimmten Rekord aufstellen, extra weit springen oder besonders viele Stunts vollführen. Einmal geschafft, schaltet ihr so Extras für euer Bike frei. Zur Auswahl stehen dabei Power, Nitro und Kontrolle, die bei jedem Bike hochgelevelt werden können. Euch selbst könnt ihr im Shop übrigens auch verbessern und so zum Beispiel besonders coole Stunts freischalten. Abwechslung gibt es auch bei den verschiedenen Leveln. Diese unterscheiden sich nicht nur vom Design, so habt ihr Eislevel, Wüstenlevel oder Gebirgslevel, sondern auch von den Anforderungen. Neben einfachen Komme als erster durchs Ziel Leveln gibt es auch eine Stunt Arena, auf der ihr nach herzenslos die coolsten Tricks vollführen könnt. Also viel Spaß!